Pulstar Fabio Luisi, Ex-Jedermann Peter Simonischek oder Trautmann Wolfgang Böck. Sie alle haben an der ältesten Kunstuniversität Österreichs studiert, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Gestern wurde das Festprogramm zum 200-jährigen Bestehen im Grazer Kongress eröffnet. Komponist Klaus Lang schuf eigens dafür die Klangkomposition 200 Jahre bewegte Luft. Von asiatischer Tradition über klassische Streicher bis hin zu exotischem wie dem Büroorchester. In vier Sälen gleichzeitig und quer durch die Musikgeschichte feierten die Kunstuniversität Graz und 600 Gäste 200 Jahre bewegte Luft. Denn dasjenige, was Klang eigentlich ist, physikalisch gesehen, ist nichts anderes als die Schwingung von Luftmolekülen. Die Idee war, das darzustellen, was unser Haus auszeichnet und unserem Profil. Das heißt, nicht eine klassische Festveranstaltung mit einer Abfolge von Reden und Konzertstücken, sondern uns so zu präsentieren, wie wir sind, nämlich sehr modern, sehr zeitgenössisch. Und innovativ. Rund 100 neue nachhaltige Projekte sollen im Jubiläumsjahr folgen. Schon der Auftakt war ein Zeichen gegen Stille und für die Kunst.